Hallo zusammen und willkommen zu einem Ausflug ins englische Scrabble. Normalerweise geht es hier ja ums deutsche Scrabble, aber Scrabble hat ja die Besonderheit als Spiel, dass es in jeder Sprache gespielt werden kann und dadurch sozusagen unendlich viele Versionen hat. Und aus der globalen Sicht sind wir im Deutschen natürlich eigentlich eine der Nebenvarianten. Und das eigentliche Scrabble ist das englischsprachige. Das ist natürlich das, was mit Abstand am meisten gespielt wird weltweit. Und deshalb verfolge ich das auch ein bisschen und möchte euch hier einen kleinen Einblick in dieses Spiel in einer anderen Sprache geben, was vielleicht die Unterschiede sind, was die Gemeinsamkeiten sind strategisch und euch das dramatische, spannende Finale der US-Nationalmeisterschaft zeigen, die kürzlich stattfand in Baltimore, Maryland. Viel Spaß! Amerika ist quasi das Mutterland des Spiels Scrabble. Hier wurde es erfunden und hier gab es dann auch die ersten Turniere. 1978 angefangen, direkt mal mit einem Preisgeld, das höher war als das, das es bis heute bei der deutschen Meisterschaft gibt. Also in den USA ist alles größer, das Land ist aber natürlich auch deutlich größer. Man sieht, dass es einige Jahre später sogar auf 25.000 Dollar angewachsen war und auf eine Teilnehmerinnenzahl von bis zu 837 hier im Jahr 2004. Bei einem Turnier, das damals sogar im Fernsehen übertragen wurde, bei ESPN, dem Sportsender. Kann man sich bis heute auf YouTube anschauen, der Link ist in den Kommentaren. Faszinierende Übertragung. Seitdem sinken die Zahlen langsam aber sicher. Zum einen steht der Dachverband NESPA stark in der Kritik, deshalb wenden sich da viele Leute ab. Es wurden zwei rivalisierende Organisationen seitdem gegründet. Also die Scrabble-Szene in den USA ist leicht zersplittert im Moment. Aber diese Organisation richtet weiterhin die offizielle Meisterschaft aus. Der zweite Grund, warum dort immer weniger Leute teilnehmen, ist, dass die Wortliste, mit der gespielt wird, so ein bisschen am Aussterben ist. Und dann fragt man sich vielleicht, wie kann denn eine Wortliste aussterben? Im englischen Scrabble gibt es zwei konkurrierende Listen und das schon seit Jahrzehnten. Die eine ist die, die man hier mit gleich vier verschiedenen Abkürzungen sieht. NWL ist der Name, mit dem man sie heute bezeichnen würde. Das ist diese amerikanische Liste, mit der es in den USA losging. Aber so in den 90er Jahren, glaube ich, hat sich dann ausgehend unter anderem von Großbritannien eine andere Liste gebildet, die noch deutlich mehr Wörterbücher als Quelle nutzt und die deshalb umfangreicher ist. Die nennt sich Collins oder auch CSW. Und wir sehen hier mal einen Überblick über die kurzen englischen Scrabble-Wörter. In Rot sind hier alle Wörter markiert, die nur in der Collins-Liste sind und nicht in der amerikanischen. Und man sieht also, Collins ist deutlich umfangreicher und das macht es natürlich für das Spiel attraktiver, denn je mehr Wörter man legen kann, desto mehr Möglichkeiten hat man. Man muss allerdings natürlich auch mehr Wörter lernen. Aber das ist der Grund, warum sich Collins weltweit eigentlich mittlerweile durchgesetzt hat und fast nur in den USA wird noch teilweise mit dieser amerikanischen Liste gespielt. Da gibt es dann die ganz starke Debatte, ob man nicht auch einfach wechseln soll. Einige Spieler sind schon gewechselt, aber noch wird die US-Meisterschaft also mit dieser anderen Liste ausgetragen. Aber das ist ein Grund, warum das auch so ein bisschen im Rückgang begriffen ist. Aber es sind immer noch so viele Leute, die da teilnehmen, dass man das Turnier in vier Divisions unterteilen kann. Auch das etwas, was wir in Deutschland nicht kennen. Einfach nach Rating, man spielt in der Division, in der ähnlich starke Leute unterwegs sind, sodass man dann dort spannende Spiele hat. Und die Division One ganz oben ist dann die, in der es um den tatsächlichen Titel geht. Und der Top-Favorit hier war hier Will Anderson, ein junger Spieler, den ich total sympathisch finde, so von der Online-Bekanntschaft her, der nämlich auch sehr viel dafür tut, dass das Spiel sich verbreitet und er macht Online-Videos und so weiter. Und man sieht aber dann direkt an seinem Ergebnis, wie nah das hier alles beieinander ist. Er ist so ein bisschen abgeschnitten, aber man kann es da links erahnen. 16 zu 15, über 31 Spiele geht das Turnier und der Top-Favorit landet dann am Ende quasi bei 50-50. Man sieht zwar, dass er auch eine Differenz von 1200 herausgespielt hat, also er hat oft hoch gewonnen und knapp verloren, spricht dafür, dass Pech dabei war, aber trotzdem, so hoch ist die Qualität da, dass so der Favorit in der Mitte landen kann. Und stattdessen, und das ist auch ein Grund, warum ich das hier zeigen will, landete jemand vorne, den man nicht auf dem Schirm gehabt hätte, nämlich der 28. Teilnehmer vom Rating her. Von 42 Leuten, also jemand, der in der unteren Hälfte hätte landen sollen vom Rating vor diesem Turnier, schaffte es ins Finale ein. Also so eine absolute Außenseiter-Story und das ist natürlich was Schönes.
Man muss auch sagen, das Rating ist vielleicht nicht mehr so aktuell, nachdem alle 2 Jahre keine Turniere gespielt haben und man 2 Jahre Zeit hatte zu trainieren. Und er ist wahrscheinlich besser schon in dieses Turnier gegangen, als dieses Rating suggeriert, aber trotzdem sehr unerwartet. Einige Favoriten hatten hier echt Probleme. Und dieser Michael Fagan, den wir hier sehen, schafft es also ins Finale. Dieses Foto ist nicht unbedingt vorteilhaft für ihn aus der Perspektive. Hat das so ein bisschen Comicfigur-Vibe, aber ja, macht dann einen sehr sympathischen Eindruck so in den Videos. Und hier sehen wir seinen Gegner im Finale, Ori Swift aus Texas, der, wenn wir hier bei den Ratings waren, tatsächlich an 2 war. Also, dass er es schafft, das war schon eher zu erwarten. Und er war also der klare Favorit hier im Finale. Aber man drückt natürlich so ein bisschen dem Außenseiter die Daumen. Und damit wollen wir uns mal dieses dramatische Finale anschauen. Spiel 1 kann ich euch leider nicht zeigen, weil es nicht verfügbar ist auf der Homepage. Also die Datei ist weg oder ist beschädigt, ist nicht abrufbar. Kann ich euch nicht zeigen. Aber ich habe es im Livestream gesehen. Und es war ein sehr deutlicher Sieg für den Favoriten, für Ori. Michael wirkte sehr unsicher, machte einige Fehler und es schien also in die erwartbare Richtung zu laufen. Aber das Finale ist ein Best of 5, also es gewinnt der als erstes 3 Siege hat und damit war noch alles drin. Damit gehen wir in Spiel 2. Und hier geht es jetzt natürlich nicht darum, dass wir mit den Wörtern was anfangen können, also was ist hier X-Jahr, aber wir wollen uns die Strategie anschauen und welche Unterschiede es vielleicht zum Deutschen gibt, wie sich das Spiel unterscheidet. Und hier sehen wir gleich einen Unterschied, nämlich bei der Buchstabenbewertung, denn X-Jahr behält die Buchstaben A, C und E und im Deutschen wäre das keine besonders gute Restbank, weil das C stört, aber im Englischen ist das C ein super Buchstabe, weil es in so vielen Wörtern vorkommt. Bei uns ist es meistens auf CH oder CK angewiesen. Also deshalb hier der völlig richtige Startzug. Nächstes Wort ebenso obskur. Aber hier haben wir direkt einen Zug, bei dem ihr miträtseln könnt und bei dem auch wir mit unserem Schulenglisch den Bingo finden können. Von daher haltet das Video gerne an, versucht den zu finden. Die Lösung lautet Achieve an dieser Stelle erreichen mit dieser Verlängerung von Awe zu Awe im Sinne von Staunen, AWE. Also Michael mit dem ersten Bingo, sieht also erstmal gut für ihn aus, Ori mit einem Parallelzug und hier gleich mit dem nächsten, nämlich Boat. Und das bleibt nicht das einzige Boat, das Ori legt in diesem Spiel, denn direkt im nächsten Zug legt er ein Flatboat hinterher. Das fand ich sehr schön, denn man sieht, er hat bei dieser Bank schon fast 2-mal das Boat da und er zieht es dann halt nach. Flatboat. Noch schöner wäre die Alternative gewesen, Faltboat. Und das ist genau das, wonach es klingt. Ein Boot, das man zusammenfalten kann. Also ein Kajak einer oder so, den man, der klappbar ist, ist ein Faltboot. Und ich habe generell beim Livestream dieses Turniers, den ich verfolgt habe, gestaunt, dass fast in jedem Spiel irgendwie ein Wort auftauchte, das sich aus dem Deutschen ableitet oder auch Deutsch ist. Also wir können zum Beispiel Ja legen, J-A. Und die Definition ist dann German for Yes. Also Englisch geht halt aufs Deutsche zurück. Und unglaublich viele Wörter haben da den Ursprung und Faltboot ist eins davon. Faltboot mit 2 O kann man auch im Deutschen übrigens legen. Aber Ori legt Flatboat, genauso schön. Und der nächste Bingo kommt aber direkt zurück mit diesem Parallelzug. Die 2-buchstabigen Wörter sind natürlich auch ganz ungewohnt jetzt für uns. Off ist klar, aber EL und da gibt es auch im Englischen. Müssen wir jetzt so hinnehmen. Hauptsache nicht merken fürs deutsche Spiel. Dann geht es mit diesem Zug weiter, der unscheinbar aussieht und auch ein komisches Wort ist, Wumm, aber kann man so legen. Aber das ist so ein bisschen ein Setup. In meinem letzten Video habe ich ja erzählt, wie man Wörter vorlegen kann, indem man eine Verlängerung ermöglicht. Und vor dieses komische Wort geht ein O, sieht noch komischer aus, aber ist gültig, Ovum. Wahrscheinlich das lateinische Ei, also der lateinische Begriff für Ei in dem medizinischen Sinn dann. Aber das weiß Michael natürlich auch auf der Gegenseite und blockiert das deshalb hier und kriegt dafür auch eine Menge Punkte und behält dabei sein Q. Aber das Blockieren ist hier erstmal wichtiger. Dann kommt eine ganz interessante Situation. Ori legt Non-Port und das ist kein Wort, das in der Wortliste steht. Also da stehen jede Menge Wörter drin, die mit Non anfangen, aber einen nicht existierenden Hafen gibt es hier nicht. Also Non-Port ist kein gültiges Wort. Aber jetzt kommen die Regeln ins Spiel, denn da gibt es noch eine US-Besonderheit. Im internationalen Scrabble ist es wie bei uns mit den Anzweiflungen, nämlich dass man für eine unberechtigte Anzweiflung nur wenige Punkte verliert. Bei uns bekommt man 10 Punkte abgezogen, wenn man ein Wort anzweifelt, das es tatsächlich gibt. Im internationalen Scrabble bekommt die andere Person stattdessen 5 Punkte dazu.
nur 5, nicht 10, da kann man also erst recht sehr oft anzweifeln, ohne großes Risiko. Aber im amerikanischen Scrabble verliert man den Zug, wenn man zu Unrecht anzweifelt. Eine ungleich drastischere Strafe, das ist viel gravierender als 10 Punkte abgezogen zu bekommen. Das ist eher 30 oder 40 Punkte an Minuswert. Deshalb muss man viel zögerlicher damit sein, Wörter anzuzweifeln, wenn es sie vielleicht gibt. Und Ori, gegen den Michael hier spielt, ist einer der Top-Spieler. Ist bekannt dafür, dass er das Lexikon quasi auswendig gelernt hat. Der kennt die Wörter so sicher. Der wird kaum Fehler machen. Und wenn doch, dann macht er sie mit Absicht. Und hier gibt es eigentlich wenig Grund, so ein ungültiges Wort für 20 Punkte zu legen. Und ich habe ehrlich gesagt den Zug auch nicht so ganz verstanden, was sein Zweck dabei ist. Denn er hat ja durchaus brauchbare Alternativen, aber er legt Non-Port und weiß sehr wahrscheinlich, dass es das nicht gibt. Michael geht jedenfalls das Risiko nicht ein, lässt es liegen und das Spiel geht weiter. Und das wird jetzt noch ein paar Mal eine Rolle spielen, dass man hier mit Anzweiflungen vorsichtig sein muss. Es geht ein bisschen normaler weiter. Das Q wird Michael jetzt hier teuer los und damit liegt er 90 Punkte vorne. Guter Rat teuer für Ori und der macht erstmal direkt so weiter. Er verlängert Non-Port einfach nochmal. Vielleicht war das auch der Gedanke. Vielleicht war das die Logik, dass er denkt, Michael legt da später ein Wort mit dem S dran, so ein Parallelzug, und dann kann er es anzweifeln. Weiß nicht, was der Grund war, aber hier verlängert er das jetzt also erstmal fröhlich. Ist natürlich genauso ungültig wie das Wort vorher, aber es bleibt wieder liegen. Michael aber mit weiterhin 2 zu 1 Bingos deutlich vorne. Aber Ori schafft nochmal einen hier unten an dieser bisschen unwahrscheinlichen Stelle, aber da passt tatsächlich noch dieses schöne Wort hin. Trotzdem geht es aber letztendlich an Michael, weil er jetzt hier 34 Punkte Vorsprung hat. Und jetzt sind wir im Endspiel. Ori hat das J, das im Englischen schwierig loszuwerden ist. Hier hätte er jetzt noch einen Trick versuchen können. Wieder mit einem ungültigen Wort. Denn es gibt das Collins-Wort, also das Wort aus der anderen Wortliste der internationalen, Gilgi. Und wenn er das jetzt hier legt, dann muss Michael sich überlegen, ob er das Risiko eingehen kann, das anzuzweifeln. Denn wenn er das anzweifelt und es gültig ist, verliert er den Zug und dann gewinnt Ori. Wenn er es nicht anzweifelt, dann wird es auch arg knapp mit dem Gewinn, weil Ori so jetzt stark aufgeholt hat. Das heißt, damit hätte er ihn noch unter Druck setzen können. Wahrscheinlich kannte Ori das Wort aber gar nicht, weil er noch nie international Collins gespielt hat und deshalb nicht auf dieses Wort kommen kann. Er kennt nur die amerikanischen Wörter. Das kann man vermuten, weil man dann im nächsten Zug sieht, dass er diese Psychospielchen, na, zweifelst du mir das an oder nicht, durchaus macht, indem er hier das Wort legt und das ungültige Wort RL bildet. Also das ist völliger Quatsch, steht nicht in der Wortliste und das ist ganz schön unverfroren, weil man die vierbuchstabigen Wörter kennt auf diesem Level. Also die kennen dort alle und auf die Idee zu kommen, dass Michael hier dieses Wort nicht kennt, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber man muss eben 100% sicher sein, dass es dieses Wort nicht gibt, denn hier gilt jetzt wieder, wenn Michael das anzweifelt und es das irgendwie doch geben sollte, dann gewinnt Ori noch. Und deshalb macht Michael hier auch das einzig Richtige. Man hörte ihn im Stream noch sagen, tatsächlich, that's ridiculous. Also, das ist doch lachhaft, aber er zweifelt es trotzdem nicht an, weil er vielleicht nicht ganz sicher ist und wenn es das nicht gibt, dann verliert er halt noch. Stattdessen geht er auf Nummer sicher, legt einfach Horse, endlich mal ein Wort, das wir verstehen können, das Pferd, und beendet damit das Spiel. Also nach dem Motto, ja, du kannst mir hier Blödsinn hinlegen, wie du willst, ich gewinne mit diesem Zug halt trotzdem, was willst du machen? Also so ein bisschen Psychospielchen dabei, ein bisschen auf einem anderen Level, als wir das vielleicht im Deutschen haben, auch wenn es da natürlich auch oft die Situation gibt, dass man blufft mit Wörtern. Aber hier geht das durch diese besondere Regel noch ein bisschen weiter. Damit steht es 1 zu 1. Nächstes Spiel beginnt Ori und er beginnt mit Plauer. Und hier kommt direkt der nächste Bingo, den ihr rätseln könnt. Das ist kein einfaches Wort, aber es ist auch im Deutschen gültig. Es ist ein Adjektiv. Vielleicht kommt ihr drauf. Es lautet Infernal hier oben. Erster Bingo für Michael, für den Außenseiter. Ori verwertet sein Z. Das sollte man auch mal erwähnen. Im Englischen 10 Punkte wert ist, weil es so wenig Wörter gibt mit Z, das sind eigentlich alles dann C-Wörter oder S-Wörter. Das Z kommt nicht oft vor, vor allem in Lehnwörtern wie eben dem arabischen Hafiz hier. Dadurch sind das sehr viele Punkte, weil das Z dann eben hier vervielfacht wird. Aber Michael hat den nächsten Bingo und auch das ist einer, den ihr finden könnt vielleicht. Der ist echt nicht einfach, aber ich denke auch ein Wort, das man kennt. Sucht gerne eine Weile, die Lösung kommt hier. Insanity. Wahnsinn. Zweiter Bingo für ihn und er geht in Führung. Aber Ori zeigt dann im nächsten Zug erst recht,
dass er, was er für ein Wortwissen hat, denn der Bingo, den er jetzt hier legt, der ist nicht mehr normaler Wortschatz. Lunkhead, ein Dummkopf anscheinend, das ist sehr tief im Wortwissen gegraben, denn das K ist im Englischen sehr obskur. Es gibt nur ein K, bei uns gibt es zwei und die Bingos damit kennt man nicht unbedingt. Und jetzt sehen wir einen Zug, der auch einen Unterschied zum Deutschen zeigt, denn im Englischen gibt es mehr zweibuchstabige Wörter als bei uns und damit hat man öfter die Möglichkeit, so Parallelzüge zu legen. Das führt dann oft dazu, dass man mit Bänken, mit denen man sonst wenig Punkte machen kann, noch gut was anfangen kann. Denn hier kann Michael jetzt mit seinen eigentlich viel zu vielen Vokalen trotzdem noch sehr vernünftig Audio hier oben legen, weil diese Wörter alle gültig sind, die sich hier ergeben. Und das geht im Englischen also häufiger als bei uns. Erst recht in der Collins-Wortliste, weil es da nochmal deutlich mehr Zweier gibt, aber auch schon in dieser Liste. Und das führt auch dazu, dass man deutlich weniger tauschen muss. Also ich glaube, wir sehen keinen einzigen Tausch in diesem Finale, bin ich nicht sicher. Aber das muss deutlich weniger gemacht werden, weil man oft noch diese Möglichkeiten mit Parallelzügen hat. Damit ist es jetzt ein enges Spiel, aber hier kommt der nächste Glückstreffer für Michael, den man aber auch erstmal sehen muss. Das ist ein sehr schöner Bingo. Es gibt das Verb to nosedive, also in einen Köpfer machen sozusagen, kopfüber irgendwo reinspringen. Und wie im Deutschen auch, kann man natürlich Wörter beugen in die Vergangenheitsform oder so. Und die Vergangenheitsform von to nosedive ist I nosedove into the water. Klingt sehr seltsam, ist aber ein gültiger Bingo. Finde ich sehr schön. Nosedove. Und damit geht Michael in Führung. Und das muss man erstmal sehen, ist so eine komische Form. Beginnt hier mit dem N, man würde vielleicht eher an anderen Stellen schauen. Schön gesehen. Und damit ist er weiter in Führung. Es geht so ein bisschen unspektakulär weiter. Ori macht viele Punkte hier mit Repave. Und Michael legt Q, den Coup, wie im Deutschen. Michael macht eine Stelle auf für Bingos, denn dieses Wort kann man mit einem S verlängern. Und das S ist im Englischen oft entscheidend, weil es so oft genutzt werden kann, um Wörter zu verlängern. Wir haben im Deutschen ja andere Möglichkeiten mit E und T und so weiter, um Wörter zu verlängern. Im Englischen ist das S total entscheidend dafür. Denn allein wenn man jetzt hier sieht, Lunkhead, da geht das S dran, Plower geht es dran und an Bot geht es auch dran. Das heißt, das ist der Powerbuchstabe dort, um Wörter zu verlängern und deshalb super viel wert. Also im Englischen gilt das so als 8 bis 10 Punkte wert. Und so ein Wert hat bei uns keinen Buchstabe außer dem Joker. Und deshalb öffnet das hier eine Bingo-Stelle, die Ori natürlich braucht in Rückstand. Aber Michael hat eins der S. Es kommt noch dazu, es gibt nur 4 davon im Buchstabensatz, was sogar Absicht ist. Der Erfinder von Scrabble wollte es schwerer machen und hat deshalb relativ wenige S in den Buchstabensatz genommen, damit die wertvoller sind. Aber Michael legt nicht an der Stelle, wo er den Bingo Denials hätte, sondern er legt hier Snailed, den anderen Bingo. Und der Grund dafür ist sehr clever, er will das X nicht teuer zurückbekommen, denn so legt er das I hier hin und Xieg ist auch im Englischen gültig. Und damit kann dort gleich ein sehr teurer X-Zug hinkommen, denn das X kommt ja noch. Das will er vermeiden, deshalb für die Defensive hier den Zug mit weniger Punkten. Ori hat Pech mit seinen Buchstaben, das ist eine ganz unschöne Kombination, aber er kann sie gut auflösen mit Gyric. Einziges Problem dabei ist, das ist ein ungültiges Wort, steht nicht in der Wortliste, steht auch nicht in der Collins-Wortliste. Und es bleibt aber liegen, weil Michael wiederum zu unsicher ist und das wieder nicht riskieren will, einen Zug zu verlieren. Das ist eben der große Unterschied dann zu unserer Variante. Stattdessen legt er hier seinen Q weg und jetzt kommt ein ganz verrücktes Wort. Ich habe gar nicht nachgeschaut, was es bedeutet, aber ich glaube, auch wenn man weiß, was es bedeutet, wird es nicht normaler. Gyja, Gyttja. Also, wie gesagt, die Collins-Wortliste ist schon die mit den komischen Wörtern, weil da noch mehr Wörter dazukommen. Die amerikanische Liste soll die normale sein und trotzdem ist da so ein Wort drin, das ist gültig. Und das zweifelt Michael auch nicht an, also kannte er wahrscheinlich, aber ein ganz merkwürdig aussehendes Wort. Jetzt wird es wieder interessant, Michael liegt kurz vor Schluss vorne, er muss Bingos verhindern und das macht er hier sehr gut mit Pilfer an der Stelle. Das blockiert hier die Stelle zu dem T, die vielleicht gefährlich ist und auch etwas, das nicht strategisch alle Leute im Kopf haben, aber auf diesem Level schon. Es kommen noch 5 Buchstaben und das heißt, wenn Michael jetzt hier 5 oder mehr weglegt, dann wäre ein Bingo, der vielleicht noch kommen könnte von Ori, ein Schlussbingo. Danach wäre das Spiel beendet, weil keine Buchstaben mehr im Beutel sind. Mit diesem Zug lässt Michael noch einen Buchstaben im Beutel übrig. Das heißt, wenn jetzt ein Bingo kommt von Ori,
Dann kommt noch ein Buchstabe. Ori muss noch einen nachziehen. Er hat nicht das Spiel beendet. Und das kann wichtig sein, um dann nochmal den Bingo zu kontern und doch noch zu gewinnen. Deshalb hier völlig richtig, das so zu machen. Jetzt ist wieder guter Rat teuer. Und hier gibt es wieder die Idee, dass man es mit ungültigen Wörtern versuchen könnte. Denn ein Bingo ist hier nicht mehr machbar, gibt es keine Möglichkeit. Aber es gibt noch diese attraktive Stelle mit Joms. Problem ist nur, Jom kann man nicht mit einem S verlängern. Das ist ungültig, aber man könnte es ja wieder versuchen und hoffen, dass Michael es dann durchgehen lässt. Wenn man schon gesehen hat, er hat jetzt hier zwei Wörter in diesem Spiel und in dem Spiel davor eins nicht angezweifelt. Vielleicht sollte man es versuchen. Und dann, wenn schon, denn schon, kann man sich dann sagen und dann das hier probieren. Also ZA ist ein gültiges Wort im Englischen, so komisch es aussieht. Exoids ist wieder nur in der Collins-Wortliste, in der anderen. Aber es wären über 70 Punkte, weil das X verdoppelt wird und dann alles, wenn man alles zusammenzählt, sind das total viele Punkte. Damit würde er gewinnen. Aber zwei ungültige Wörter auf einmal, darunter wieder so ein vierbuchstabiges Wort, das man echt kennen würde. Das hat eigentlich null Chance, hier durchzukommen. Das würde Michael anzweifeln. Auch weil die Situation jetzt anders ist als gerade. Wenn dieser Zug liegen bleiben würde, dann würde Michael verlieren. Das heißt, er muss anzweifeln und damit hat das keine Chance. Deshalb versucht Ori das dann auch nicht. Spielt seinen objektiv optimalen Zug, der aber nicht mehr gewinnen kann. Und damit geht Michael 2:1 in Führung. Und der Außenseiter schickt sich an, das Ganze zu drehen und braucht nur noch einen Sieg in den letzten beiden Spielen. Und ich meine, die ganz cleveren unter euch sehen vielleicht schon am Videoregler, wie viele Spiele ich noch zeige. Und damit zum nächsten Spiel. Das begann mit diesem Wort, kann man anscheinend so schreiben, Booty. Kann man schön viele Vokale mit loswerden. Zu viele Vokale hat auch Ori. Vier I's auf einmal. Kann einem im Englischen eher passieren als im Deutschen, weil es dort neun I's im Buchstabensatz gibt und nicht sechs wie bei uns. Dadurch ist das da ein häufiges Problem. Man sollte sie schleunigst loswerden. Im Chat, wo man mich mittlerweile so ein bisschen kannte, weil ich öfter mal kommentierte, wurde dann vorgeschlagen, man soll doch einfach meinen Namen mit vier I's schreiben. Fand ich schön, aber geht leider nicht. Stattdessen Biding, auch eine ganz gute Option. Behält zwei I's, aber das ist noch okay. Michael hat jetzt hier die Chance auf einen großartigen Zug, einen Bingo. Ihr könnt gern versuchen, ihn zu finden. Vielleicht kann man ihn erraten, aber es ist ganz merkwürdig. Er lautet Unexpert. Also wir haben vorhin gesehen, dass es den Non-Port nicht gibt, aber den Nicht-Experten dann schon. Und hier war schade, dass Michael das gesehen hat und sofort gesehen hat. Also er hat direkt die Buchstaben so angeordnet auf seiner Bank. Aber am Ende hat er sich nicht getraut. Und das fand ich erstaunlich, weil man normalerweise ein Wort, das man sofort sieht, auch spielen sollte, weil es das dann normalerweise gibt. Also wenn man sich ein Wort einbildet, dann sieht man es nicht so zack sofort. Es ist normalerweise ein Anzeichen, dass es das Wort wirklich gibt, aber er hat sich nicht getraut. Eben wahrscheinlich auch, weil er weiß, dass Ori so ein Wortwissen hat, dass er jedes ungültige Wort anzweifeln wird. Da geht man das Risiko vielleicht nicht ein. Schade an der Stelle, aber er ist weiterhin in der guten Position. Ori muss Vokale loswerden, immer noch mit Audio wiederum, haben wir vorhin schon gesehen. Michael wird das Q los mit einem Wort, das man sich ebenso wie das X-Wort, das er hier gerade gespielt hat, mit Xu auch gerne in den Duden wünschen würde. Kat, Qat, arabisches Lehnwort, haben wir beides nicht merken. Zumindest nicht in der Turnierwortliste. Und Ori hat weiterhin Schwierigkeiten, kann hier nur dieses Wort spielen, legt sich damit aber in sein S hin, das er jetzt hat, für Bingos mit Lils, die er dort anschließen könnte. Michael hat die nächste Chance auf einen Bingo, nämlich das obskure Wort Perpent, was auch immer das ist. Und er verpasst ihn leider wieder. Er spielt hier Rap, auch für viele Punkte, weil das P hier versechsfacht wird und er das X nochmal bekommt. Aber nächster verpasster Bingo. Und an der Stelle möchte ich mal kurz erwähnen, wie perplex, um das mal hier auch hinzulegen. Er hat ja die Buchstaben. Ich war bei dem Livestream, wie viele Leute sich da irgendwie missgünstig im Chat äußerten. Also in dem Sinne von, was macht er eigentlich im Finale? Wie kann das sein, dass jemand, der so schlecht spielt, hier eine Titelchance hat? Fand ich unglaublich und auch total unsympathisch, muss ich sagen. Es haben ihn auch Leute in Schutz genommen, natürlich. Hat nicht jeder so gesehen. Aber ja, da fällt mir nichts so ein, außer dass man sich halt echt ein anderes Hobby suchen sollte, wenn man nicht damit klarkommt, dass man auch durch Glück gewinnen kann manchmal. Und außerdem, auch wenn er hier Bingos verpasst, ist es immer noch, ja, absolut Weltklasse-Niveau sozusagen, wie der spielt. Und wenn man nach 31 Runden in ein Finale kommt, dann hat man es halt auch irgendwie richtig gemacht. Und dann sollten Leute, die beim Turnier gar nicht dabei sind, sondern nur von zu Hause kommentieren, das nicht irgendwie so hämisch
Hamish kommentieren. Ori, ich habe jetzt hier seinen Zug schon geschaut, auf der Seite links, hätte hier wieder die Möglichkeit gehabt zu bluffen. Denn hier gibt es ein Wort, das man für gültig halten könnte, wenn man viel Computerspiele spielt. Die Aimbots, ein Aimbot, das ist ein Begriff, den sogar ich kenne, obwohl ich gar nicht zocke, ist so eine Software, die man nutzen kann, um zu schummeln in Computerspielen. Ist ein ganz gängiger Begriff in der Gaming-Szene und ist aber nicht in der Scrabble-Wortliste. Wäre hier ein möglicher Versuch gewesen, aber wahrscheinlich hatte Ori dann doch so viel Respekt schon noch vor Michael, dass er weiß, dieses Wort würde er wohl anzweifeln, denn das müsste man kennen, wenn es das gäbe. Und damit kann man sagen, nee, da weiß ich, dass es das nicht gibt. Hat er deshalb hier nicht versucht. Spiel bleibt eng und Michael macht hier schön Punkte. Ori hat jetzt im nächsten Versuch den Bingo, einen sehr obskuren, nämlich hier Gyrosols. Und er kennt und findet den dann auch. Also man merkt schon, er spielt schon auf einem etwas höheren Niveau. Er macht fast keine Fehler. Aber in diesem Spiel hat er echt Schwierigkeiten mit den Buchstaben und das macht es dann eben spannend. So hat dann der Außenseiter eine Chance. Denn für Ori geht es hier nach dem punktreichen Zug von Michael wiederum schwierig weiter mit so gedoppelten Buchstaben und er kann jetzt hier Waited spielen und dann vielleicht gleich zu Awaited verlängern. Aber das bringt es auch nicht so richtig. Er möchte eigentlich hier oben nicht den Platz blockieren für Bingos. Und er findet eine deutlich bessere Option. Er findet wieder den besten Zug hier. Denn Biding kann man verlängern zu Abiding. Und damit geht hier dieser schöne Parallelzug, der einige Punkte bringt. Also top gespielt, auch hier die beste Option gefunden. Aber trotzdem bleibt es knapp und Michael hat den nächsten Bingo. Blanco kann auch keinen Bingo daraus machen. Kann es hier recht punktreich so verwerten und sparen. Und er hat auch ein S dazu. Also da ist die Bingo-Wahrscheinlichkeit gleich sehr hoch. Ori, wiederum eine schwierige Kombination mit zu vielen Vokalen. Das Y ist ja quasi auch ein Vokal. Aber es gibt im Englischen einige Verben, die auf diese Endung enden, also notify oder electrify oder keine Ahnung. Da gibt es einige und deify ist auch eins davon, mit dem er hier sehr gut das verwerten kann. Er ist aber trotzdem in der schwierigeren Position. Michael kann das Z verwerten, das er jetzt auch noch bekommen hat, das ein sehr guter Buchstabe ist, weil, wie gesagt, 10 Punkte wert, aber kein so schlechter Buchstabe. Also das müsste eigentlich eher 8 wert sein oder so. Hayes bringt ihm hier 36 und Ori zieht das hier. Also es wird nicht besser. Und hier gibt es aber immerhin eine gute Option, wie er das aufräumen kann mit einem unglaublichen Wort, nämlich WUGG, W-U-G-G. Also die internationale Liste enthält ja vermeintlich die obskuren Wörter, aber das hier ist da drin, WUGG. Und damit kann er das aufräumen und damit ist es objektiv gar nicht so schlecht, diese Bank hier. Also dann kann man gar nicht unbedingt sagen, dass er Pech hatte, wenn er hier noch so einen guten Zug hat. Aber den muss man halt auch erstmal sehen. Und es ist quasi Glück im Unglück. Und jetzt kommt der Zug, wegen dem ich euch eigentlich diesen ganzen Quatsch hier zeigen wollte. Denn der ist so gut, dass ich euch das ja nicht vorenthalten wollte. Michael spielt seinen Champions-Zug, den Zug, mit dem er den Titel hier zurecht gewinnt. Und der so gut ist, dass sogar die Leute, die sich vorher so hämisch geäußert hatten, dann im Chat schrieben, okay, wir nehmen alles zurück. Michael hat hier ein Bingo, genau einen spielbaren Bingo, trotz Blanco und S. Ich meine, theoretisch könnt ihr ihn vielleicht auch erraten, wenn ihr suchen wollt, macht das gerne, aber denke ich, ist kaum möglich. Der Zug lautet Coequates an dieser Stelle. 9 Buchstaben durch 2 schon liegende hindurch. Coequate ist ein Verb und man macht den Blanco zu einem Q. Super schwer. Die einzige Lösung an dieser Stelle, es gibt kein Wort, das hier mit dem T startet. Es gibt da links unten. Es gibt auch kein Wort, das rechts an das E dran geht, was viel wahrscheinlicher aussieht. Es gibt keins durch dieses AT. Es gibt nur Coequates. Und wenn wir uns die Optionen anschauen, die er hier noch hatte, dann wäre das nächstbeste das hier gewesen, oder das ist gar nicht gültig, denn Ofei wurde aus der Wortliste rausgenommen. Das ist hier nicht mehr gültig, mein Programm ist nur nicht up-to-date. U ist dann die nächstbeste Option für 12 Punkte und die Lücke davon zu Coequates für 76 ist riesig, von daher ein absolut entscheidender Zug und ja, einfach großartig, das im potenziell entscheidenden Spiel so einer nationalen Meisterschaft zu finden. Und damit ist es noch nicht ganz durch, aber es ist nach dem wiederum schönen Zug von Ori hier rechts unten, Amarna, was auch immer das ist, es sieht sehr gut aus für Michael, er kann sich hier aber noch nicht ganz sicher sein, denn es kommt noch ein Blanko, wie er sieht, und er muss vorsichtig sein,
Er ist nur 26 Punkte vorne und er dachte hier sehr lange nach und spielte dann hier unten HON, um das T zu blockieren, mit dem man anfangen kann, und um das A zu blockieren, auf das man enden kann. Es gibt durchaus Wörter im Englischen, die auf A enden. Er will also hier die Bingo-Stellen zumachen. Es gibt natürlich auch rechts oben noch das E, an das man rangehen kann, oder man kann irgendwie durch AT hindurch spielen. Aber er hat es so eingeschätzt, dass hier unten das die Priorität ist, und ich denke, das war auch eine gute Entscheidung. Und jetzt denkt Ori nochmal sehr lange nach, denn jetzt sind wir kurz vor Schluss und er hat den Blanko und er ist nah dran an möglichen Zügen hier. Er hat Down Rater und das wurde dann vorgeschlagen wieder als Möglichkeit, um hier zu bluffen, denn dieses Wort gibt es nicht. Es gibt Down Rate als Verb. Man kann ja also ein S dranhängen oder ein D, aber nicht das R. Problem ist hier wiederum, wenn er blufft. Das wird sehr wahrscheinlich angezweifelt und dann ist die Siegchance dahin. Man kann eher noch versuchen, im nächsten Zug einen Bingo zu erwischen, denn es kommen ja noch Buchstaben. Die Frage ist, wie kann er sich das erarbeiten? Für mich war hier Drown sehr naheliegend, aber das wäre ein Fehler, weil er dann nur noch drei Buchstaben nachzieht. Dann kann er keinen Bingo mehr bekommen und wahrscheinlich reicht das hier nicht mehr, um aufzuholen. Er ist 44 Punkte hinten, da kann er eigentlich nicht mehr gewinnen. Deshalb wäre das ein Fehler. Und er spielt letztendlich einen sehr cleveren Zug. Er legt nur hier ein R hin und gibt sich damit die Chance, im nächsten Zug Down Rates zu erwischen. Wenn er jetzt das S nachzieht, das noch kommt, dann hat er gleich diesen Bingo hier. Und wenn der nicht blockiert wird, kann er damit gewinnen. Computeranalyse sagt auch, das ist eine seiner besten Optionen. Er kann nicht mehr viel machen. Das ist die Chance, die er noch hat. Also toll gespielt auch an der Stelle. Aber jetzt kommt die Pointe. Michael hat den nächsten neunbuchstabigen Bingo, nämlich Level Rates. Na, so ist es natürlich falsch geschrieben. Das V muss zuerst kommen. Aber zwei neunbuchstabige Bingos kurz nacheinander. Dieser hier ist deutlich einfacher, weil Level Rate ein Bingo ist, der oft gespielt wird. Der ist einfach zu sehen. Co-Equate mit Q als Blanko ist deutlich abgefahrener. Level Rates ist nicht so schwer auf diesem Niveau. Damit beendet er damit fast das Spiel. Es kommen noch Buchstaben, aber jetzt ist es natürlich durch. Ori legt hier noch einen Zug für 50 Punkte, aber Michael kann das Spiel beenden und ist der Champion. Und ja, gewinnt damit, wie viel waren es? Ich glaube, 10.000 Dollar dieses Jahr. Von daher Glückwunsch an diesen Kanadier. Diese US-Meisterschaft ist offen für alle, die teilnehmen wollen. Also, das ist nur auf dem Papier eine US-Meisterschaft. Die allermeisten, die teilnehmen, sind natürlich US-Amerikaner. Und es heißt auch gar nicht US-Meisterschaft, es heißt North American. Also Kanada gehört dazu. Herzlichen Glückwunsch, auch wenn ihr dieses Video natürlich nicht sehen werdet. Ich hoffe, für euch war dieser Ausflug ins internationale Scrabble interessant. Gleichzeitig fand auch die französischsprachige WM statt und ich konnte mich gar nicht entscheiden, was ich zeigen wollte. Französisch lasse ich jetzt hier raus, aber werden wir uns vielleicht bei einer anderen Gelegenheit nochmal anschauen. Im Französischen gewann ein Spieler aus der Elfenbeinküste, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe. Aber genau, eine Sache muss ich noch zeigen, nämlich das hier. Im selben Turnier in der US-Meisterschaft gelang einem Spieler der ultimative Scrabble-Zug, nämlich Scrabble hier oben als neunfachen Bingo für 800, 800, klar, für 158 Punkte. Scrabble ist ein Verb. Es bedeutet wühlen oder so, glaube ich. Also man wühlt irgendwie herum und damit kann man es legen. Man kann es auch im Deutschen legen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Vielleicht ist es als Markenname erlaubt. Die meisten Markennamen sind nicht erlaubt, aber manche sind erlaubt, weil man sie in den Plural setzen kann. Also wir können zum Beispiel Audi und Tesafilm legen im deutschen Scrabble. Vielleicht gehört Scrabble dazu. Oder vielleicht ist es einfach in der Wortliste drin, weil es da drin sein muss, weil man das nicht weglassen kann. Wurde also quasi absichtlich hinzugefügt, weiß ich gar nicht. Vielleicht kann mich jemand in den Kommentaren belehren. Ich hätte es kürzlich beinahe spielen können beim Saarland Cup, aber nicht ganz. Aber der Kollege hier hat es also geschafft. Scrabble für 158, der kann seine Karriere jetzt beenden. Besser wird's nicht. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald.